Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Und nun die Nachrichten. Stolzach. Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei im Dauereinsatz. Die Beamten haben die Stadt an ihren Ausfahrtsstraßen abgeriegelt. Das führt im Raum Stolzach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aber bitte, was ist denn da in Stolzach passiert dann? Keine Ahnung, mach mal lauter. Galerie zu einem spektakulären Diebstahl. Unbekannte überlisteten die Alarmanlagen, klauten das Bild eines alten italienischen Künstlers und flüchteten durch die Lüftungsschächte ins Freie. Bei dem Gemälde handelt es sich um das berühmte Meisterwerk von Pinocchio, der Kelch des Benjamin. Die Stolzacher haben es extra für ihre Ausstellung aus Rom geliehen. Mit Straßenkontrollen will die Polizei verhindern, dass sich die Diebe aus der Stadt absetzen. Ein Diebstahl? Berlin. Hast du das gehört, Peter? Jemand hat gestohlen die Bilder. Ja, der Kelch des Benjamin. Ja, ist ein schönes Bild. Ist es die Bild, das die letzten Wochen überall zu sehen war, auf die Plakate, an die Straßenrande? Ja, genau. Das ist sicher viele Millionen Euro wert. Hoffentlich, sie finden die Diebe. Ja, das hoffe ich auch. Die Polizei scheint ja ihr Bestes zu geben. Aber ich bin mir sicher, dass die Diebe die Stadt nicht verlassen können, ohne entdeckt zu werden. Oui, vielleicht hast du recht. Ja, zum Glück betreiben wir einen Flugplatz und keine Spedition. Also wenn ich heute mit dem LKW nach Stolzach müsste, boah, das würde ja wohl Stunden dauern. Mit Lotte wird das gleich viel schneller gehen. Sag mal, Etienne, wie lange brauchst du noch für die Reparatur? Ich bin so gut wie fertig. Nur noch tanken, dann kannst du die Flüge nach Stolzach beginnen. Kommst du dann direkt zurück zu mir? Nee, von Stolzach geht es dann noch in die Hauptstadt. Ich habe über Nacht ein paar Kurieraufträge bekommen. Ich werde also gegen Nachmittag wieder hier sein. Mademoiselle Lini an, welch eine Freude, Sie hier zu sehen. Hallo, selbst Kret freut sich sehr. Hallo Anne, hallo Leni. Wow, ist das die neue Kamera, die du zum Geburtstag bekommen hast? Ja, genau. Halt doch mal still, Krepp, ich will ein Foto von dir machen. Aber Mademoiselle Anne, warum gucken Sie so traurig? Ach, nur wegen Lenis Geschenk. Meine Oma hatte mir in Stolzach ein Geschenk gekauft. Allerdings kam es zu meinem Geburtstag nicht rechtzeitig an. Wir wollten es heute abholen, aber weil Frau Stolzach das absolute Verkehrschaos hat, hat meine Mama sich geweigert, uns hinzufahren. Mit dem Bus würden wir viel zu lange brauchen. Aue! Die Straßen sind alle sehr gesperrt, weil die Polizei macht die Kontrollen, um zu finden den Kelch des Benjamin. Den Kelch des Benjamin? Ja, so heißt das gestohlene Bild. Die Polizei will ja verhindern, dass die Diebe es aus der Stadt schmuggeln. Aber wisst ihr was? Wenn ihr wollt, fliegt doch einfach mit mir. Ich muss eh gleich nach Stolzach und heute Nachmittag kann ich euch dann wieder abholen. Was meint ihr? Das würdest du machen? Natürlich, oder Leni? Ja klar. Na dann kommt. Es kann direkt losgehen. Was für eine freudige Überraschung. Leni und Anne gucken sich glücklich an. Gemeinsam mit Pitt und Etienne schieben sie den alten Doppeldecker auf die Rollbahn. Auch wenn die beiden schon oft mit Lotte geflogen sind, ist es immer wieder ein aufregendes Erlebnis. Während Leni, Anne und Pitt auf ihren engen Sitzen Platz nehmen, erklimmt Etienne den kleinen Tower. Oben angekommen, wirft er einen Blick auf den Radar, weit und breit kein anderes Flugzeug, und so gibt der Pitt über Funk Starterlaubnis. Mit Vollgas und dröhnendem Propeller rast Pitt über den Asphalt und hebt ab. Lächeln, Anne, das werden super Aufnahmen. Spaghetti! Mit Lotte zu fliegen ist echt immer wieder der Hammer. Guck mal, wie schnell Winkelstedt immer kleiner wird. Man kann nur noch den Turm von der Burg von Stolzenstein sehen. Du hast recht, davon muss ich auch auf jeden Fall ein Foto machen. Und da vorne ist schon Stolzach. Wow, guck dir mal den Stau da auf den Straßen an. Der muss ja kilometerlang sein. Ganz bestimmt. Die Polizei hat Straßensperren eingerichtet. Und alles nur wegen eines geklauten Bildes. Der Kelch des Benjamin. Was eigentlich für ein Benjamin? Und was für ein Kelch? Weißt du das, Pitt? Ja, das Bild zeigt den Benjamin der Bibel. Den Sohn Jakobs und den Bruder Josefs. Auf der Rückkehr aus Ägypten passiert den Brüdern ein großes Unglück. Ein Unglück? Was denn für ein Unglück? Hey, warum bist du so still, Ruben? Bist du krank? Nein, Judah. Nur etwas müde von der langen Feier gestern Abend. Haha, ja, das war eine tolle Sache.
Zum Glück ist Simeon wieder bei uns. Ich kann mir immer noch nicht erklären, woher der Ägypter unsere Geburtstage wusste. Du hast recht. Wir saßen unserem Alter nach sortiert am Tisch. Naja, das Essen war immerhin hervorragend. Allerdings. Nanu, was wollen die Reiter des Pharao hier? Die wollen zu uns. Ho, wartet. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Der Becher, den ihr gestohlen habt, ist der Becher meines Herrn. Warum habt ihr das getan? Sag schon was, Ruben. Du bist der Älteste. Wir verstehen nicht, Herr. Wie kommt ihr darauf, dass wir den Becher deines Herrn gestohlen haben? So etwas würden wir niemals tun. Weiß er nicht mehr, dass wir selbst das Geld, das wir damals in unseren Säcken fanden, wieder mit nach Ägypten brachten? Wir betrügen doch nicht. Wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Durchsucht unsere Säcke ruhig. Derjenige von uns, bei dem der Kelch gefunden werden sollte, der soll sterben und der Rest von uns soll euch als Knechte dienen. Nun gut, derjenige, bei dem der Kelch gefunden wird, der soll mein Knecht sein. Der Rest kann nach Hause gehen. Schnell, öffnet die Säcke. Der goldene Becher. Beim jüngsten eurer Brüder war er. Er wird unser Knecht. Nein, nein, nein! Ah, das hat es also mit dem Kelch des Benjamin auf sich. Ja, genau. Es war Josef, der seinem Verwalter befohlen hatte, den Kelch in den Sack von Benjamin zu legen. Aber warum wollte er seinen Brüdern das antun? Josef wurde selbst viele Jahre vorher von ihnen aus Neid nach Ägypten verkauft. Er wollte jetzt sehen, ob seine Brüder sich verändert hatten. Ob sie diesmal also für einen ihrer Brüder eintreten und zu ihm stehen würden. Und das taten die Brüder. Juda hatte ihrem Vater versprochen, dass er auf Benjamin aufpassen würde und wollte an seiner Stelle in Ägypten bleiben. Bücker 976, bitte kommen. Bücker 976, bitte um Landeerlaubnis. Landeerlaubnis für Landebahn 2. Over. Als geübter Pilot bringt Pitt den Doppeldecker gekonnt auf den Boden. An einem großen Hangar wartet bereits seine Fracht auf ihn. Diese muss Pitt in die Hauptstadt fliegen. In ein paar Stunden wird er zurück sein. Schnell verabschieden sich die beiden Mädchen von dem Doppeldeckerpiloten. Sie freuen sich auf die Zeit in Stolzach und sind gespannt, was Lenis Oma ihr dort hinterlegt hat. Nachdem Pitt seinen Auftrag in der Hauptstadt ausgeführt hat, fliegt er wieder zurück nach Stolzach. Die beiden Mädchen warten am Flughafen schon auf ihn. Da vorne landet Pitt. Er kommt zu uns gerollt. Komm, wir winken ihm. Hallo Pitt! Ah, da seid ihr ja, pünktlich wie die Maurer. Das ist aber eine schöne Tasche, Leni. Danke, die ist von meiner Oma. Ihr könnt ja schon mal einsteigen, wenn ihr wollt. Ich muss nur noch eben die Formulare hier im Flughafenbüro abgeben. Komm, Leni, ich mache noch ein paar Fotos von dir und Lotte. Was meinst du? Das ist eine gute Idee, vor allem von meiner neuen Tasche. Lächeln! Ja, sehr gut. Lachend machen die Freundinnen eine Menge Fotos mit Lenis Kamera. Als Pitt zurückkommt, lässt er sich auch mit Leni und Lotte von Anna ablichten. Schließlich sitzen alle drei auf ihren Plätzen. Rumpelnd rollt Lotte auf die Startbahn und schießt endlich in den Himmel. Kurs Winkelstedt. Lottes Propeller schnurrt wie ein Kätzchen, ein ruhiger Flug. Doch als der mächtige Turm der Burg Stolzenstein am Horizont auftaucht, gellt plötzlich ein Funkspruch durch die Kopfhörer der drei Freunde. Bücker 976, bitte kommen! Nanu, da bin ja ich. Wer ist das denn? Bücker 976 hört. Over. Hier Polizeihubschrauber ST-34. Bin auf 6 Uhr. Ein Polizeihubschrauber auf 6 Uhr? Also direkt hinter uns. Geben Sie Ihr Flugziel durch, Bücker 976. Ja, stimmt. Ein Hubschrauber ist direkt hinter uns. Winkelstedt, Kleinflughafen, Schanzerkopf, over. Roger, wir bleiben hinter Ihnen. Musik.
drehen sich Anne und Leni nach dem Hubschrauber um. Sonderbar, was die Polizisten nur von ihnen wollen. Zum Glück ist es nicht mehr weit bis Winkelstedt. Als sie den Schanzerkopf erreichen, legt Pitt eine weiche Landung hin und rollt dann zum Hangar. Unter lautem Knattern seiner Rotoren landet der Hubschrauber mitten auf der Landebahn. Am Hangar sehen Anne und Leni Wachtmeister Steinmeier. Auch Lisa, die zweite Polizistin des Dorfes, steht dort. Was hat das alles zu bedeuten? Etienne, Wachtmeister Steinmeier, was ist los? Was soll der Hubschrauber? Warum fliegt ihr hinter mir her? Pitt, wir haben einen anonymen Anruf erhalten, dass du... Ja, dass ich was? Na, an dem Diebstahl des Gemäldes in Stolzach diese Nacht beteiligt warst. Wie bitte? Ich war die ganze Nacht hier auf dem Schanzerkopf. Naja, nicht direkt am Diebstahl. Du sollst das Gemälde aus Stolzach ausgeflogen haben. So konntet ihr die Absperrung der Polizei nur umgehen. Was für ein Quatsch. Wer behauptet das? Wo soll das Gemälde denn sein? Ja, der Anrufer meinte, dass es unter deinem Sitz ist. Unter meinem Sitz? Was für eine Lüge. Aber guckt ruhig nach. Dann werden wir mal sehen. Aha, wie der Anrufer gesagt hat. Ein Rohr mit einem eingerollten Gemälde. Der Kelch des Benjamin. Hey Leute, ich habe keine Ahnung, wie das Ding in das Cockpit von Lotte gekommen ist. Wirklich nicht. Es tut mir leid, aber du bist vorläufig festgenommen, Pitt. Pitts Gesicht ist versteinert. Regungslos folgt der sonst so fröhliche Mann Wachtmeister Steinmeier und Lisa zu deren Wagen. Nur das kalte Metall und das mechanische Klicken von Lisas Handschellen hatte ihn kurz zusammenzucken lassen. Hektisch springt Etienne um die beiden Polizisten herum, doch sein Brüllen und Überreden nützt nichts. Immerhin dürfen er und Krepp aufs Präsidium mitfahren. So ist Pitt nicht alleine. Anne und Leni bleiben weinend im Hangar zurück. Schuld untergeschmuggelt. Bei Benjamin war es der Kelch, bei Pitt das Gemälde. Und beide wussten nichts davon. Bei Jesus Christus war das ganz anders. Der Herr Jesus nahm ganz bewusst unsere Schuld auf sich. Da musste niemand schmuggeln oder unterjubeln. Mit seinem Tod bezahlte er vor seinem Vater im Himmel unsere Sünde, also unsere Fehler. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Pitt, ein Kunstdieb? Das ist doch unmöglich! Aber wie kommt dann das Bild in Lottes Cockpit? Haben wir uns alle in Pitt getäuscht? Wer wohl dieser anonyme Anrufer ist? Keine Ahnung. Die Polizei glaubt scheinbar, dass es ein Komplize von Pitt ist, der ihn verraten hat und reinreiten will. Ach komm, ich hole nur noch eben meine Tasche. Die habe ich unter meinen Sitz gelegt. Da ist sie. Aber was ist das denn? Aufgeregt blickt Anne zu Leni rüber. Vor Anspannung fällt sie dabei fast von Lotte runter. Sie hat etwas gefunden. Was das ist und ob es Pitt helfen könnte, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss, bis bald. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.